Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge diese Woche auf Andrews Kanal. Genau, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann guckt sie bitte nicht. Doch. Nein, guckt sie. Dr. Tim hat den Dr. Sommer gemimt. Guckt sie bitte nicht. Ich habe gerade geschrieben, dass du mich in einen Beziehungstalk geforst hast und es kam zurück. What? Ja. So. Aber tatsächlich haben wir gerade auch gemerkt, dass wahrscheinlich irgendwas stirbt bei Tim? Nein, oh, jawohl, ich habe Schweif ganz eingesetzt und diese scheiß Galopper setzt Brille ein. Rexy, Tim, Alter. Tim, liebe Grüße. Ja, schöne Grüße zurück. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, wenn es vielleicht in 3 Wochen noch nicht der Fall sein sollte, dass ich heute am 14.8. 90 Abonnenten erreicht habe, was auch viel durch die Shorts und, gekommen ist und. Finde ich alles ganz cool. Boah, ich muss mich gerade konzentrieren. Jetzt muss ich mich nicht mehr so konzentrieren. Und dass ich ein 100er Abonnenten-Special dann auf jeden Fall plane. Vielleicht auch mit einem... Tim, mach doch einen 12-Stunden-Stream. Mit dem Kleinen ungünstig. Warum? Wir haben doch schon einen Babysitter. Nein. Parasect ist tot. Siehst du, das passiert dann. Ja, weil du nicht zwei dann. Sachen gleichzeitig kannst, Digga. Du kannst nicht reden und spielen. Wir nehmen Octillery damit. Genau. So, und auf jeden Fall, das wahrscheinlich werde ich dann ein Abonnenten-Special machen. Und das wird wahrscheinlich so in die Richtung gehen, hier Dingenskirchensmäßig. Vielleicht drucke ich was und verlos das. So ein Smetbo oder sowas. Genau. Boah, scheiße, Alter, Parasect war so geil. Du klingst jetzt aber nicht so begeistert, wenn du das druckst und dann verlost. Ich habe gerade Parasect verloren. Timmy, wenn du weiterhin Pokémon sterben lässt, weißt du, was du dann noch verlierst? Mein Respekt. Als ob ich den jemals hatte. Ja, hast du eigentlich schon. Ah, scheiße, Alter. Nee, das war jetzt echt dumm. Das kann Dave dann gerne bestätigen hinterher. Das war richtig reingedummt. Ah, oh, wenn wir schon bei Beziehungstalks sind, Diggi. Ja. Wenn ich dann eine Freundin hab, ne? Und du eine Freundin hast, was machen wir dann mit Dave? Müssen wir den mal verkuppeln. Also sonst, aber guck mal, Dave ist ja in dem Sinne entweder, das könnt ihr aussuchen, ob ihr dann Dave adoptiert, dann geben wir unsere Adoption frei, oder ob ihr dann die Adoptivonkel-Tante seid. Wir sind Adoptivonkel und Tante dann von Dave. Mhm. Weil manchmal kommt das einem so vor, als wäre wie unser Kind. Manchmal genauso schwierig. Weißt du, was das erste, was ich gesagt habe, als Nette uns reingelassen hat damals? Damals, vor ein paar Wochen. Was denn? Mami, wo ist Papi? Guck mal, das ist Marina. Also das habe ich mitbekommen. Ach so, okay, gut. Ich sag's ja. Wobei manchmal ist Dave anstrengender als Luca. Also Dave, wie sieht's aus bei dir, ne? Langsam mal Zeit, Diggi. Ja, das ist halt so, ne, wenn man halt nach Niederkassel aufs Dorf zieht, ne, wenn man nie in diese Dorfgemeinschaft schon seit Kindesalter dazugehört, da muss man ja erstmal in diese Dorfgemeinschaft kommen, da weißt du, der ist ja auch der Stammbaum eines Dorfs ist ein Kreis. Das ist wie im Saarland. Wie in der Polizei. Was? Nee, wie im Saarland. Digga, ey, das haben wir, da wo wir vorher gewohnt haben, also die allererste Wohnung hier in Leverkusen, ne? Ja. Das war wirklich so hart cringe. Digga, mit was hast du jetzt, was hast du sterben lassen? Parasect, ne? Ja, Parasect war gelingt mit Nocturne. Okay, kann man nicht mitleben.
So, und auf jeden Fall war das so, die Vermieterin, in dem Sinne war die irgendwie die Mutter oder Schwiegermutter von dem halben Stadtteil, gefühlt. What the fuck? Oder halt dann irgendwie, also was heißt nicht nur Mutter und Schwiegermutter, sondern auch irgendwie Cousine, Tante, whatever das war. Also du hattest das Gefühl, dass dieser Stadtteil eigentlich nur eine, also gut, die Straße da, ne, du hattest so, weißt du, Alter, das war richtig strange. So, ich werde aber Dingsbums dann erst später hochtrainieren, wenn die Folge vorbei ist. So, ich mache jetzt noch die restlichen Kämpfe auf der Route, unten die zwei. Aber Fabi, ich ja, bin schon fertig. Dave ist halt jetzt logischerweise der Nächste, ne? Weil dann ist halt schon. Kennst du diese TikToks mit Steve? And my friend Steve. Steve. Also, ja. So, und Dave, du willst doch nicht Steve sein, oder? Natürlich, es mag mir so ein Geist-Pokémon. Kriegt die Krise, ey. Aber das Ding ist halt, ne, wir kennen Dave seit 2014. 9 Jahre kennen wir den jetzt. Ey, ich kenne ihn fast so lange wie Netta. Ja. Und der hatte nicht einmal eine Freundin. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, jetzt mal ein Ah, ich war bisschen noch gut. Schutz. Es ist auch teilweise echt schwer, wie gesagt, eine gescheite Freundin zu finden. Also, ey, das war halt wirklich auch bloß Glück und ich bin sehr froh darüber, dass das so matcht und gematcht hat, weißt du? Hätte halt auch irgendwie anders laufen können. So, ich habe auf Route 18 die beiden Dullis, habe ich jetzt auch schon fertig. Jetzt, och nee. Ninja Tom. Wie finden wir das? Nicht so optimopti. Ja, ist mir eigentlich jetzt egal, weil wir haben was dagegen. Warte mal. Ja, wir haben Gliddien, ein Pflanzen-Pokémon, und der Feuerzahn tut aber nicht so weh. Und Surfer kickt es halt weg. So. Bitch, please. Bitte keine Vakuumwelle, bitte keine Vakuumwelle, bitte keine Vakuumwelle. Okay, gut. Aber ja, da könnte man auch nochmal zu den Mongolen gehen, zu sechst, weißt du? Zu welchen Mongolen? Wo wir gewesen sind. Mit Du Dave meinst damals. Okini? Ach so, mit Dave da. Ach, du meinst dem Asiaten. Ja, Ja. Asiaming. Oder man fährt wieder nach Düsseldorf irgendwo essen oder Köln oder whatever oder so. Ja, ein Triple Date. Ist so. Ja. Ich habe jetzt auch gelesen, also dieses Eiko, wo wir eigentlich sonst erstmal hin wollten, was aber dann Ja. ja immer irgendwie so in den Startlöchern war, keine richtige Seite. Das soll wie Okini sein. Also du bestellst auch per Tablet. Ja. Und das soll halt vom Sushi, also sehr, sehr gut sein. Ja, Also. dann, Digga, sag mir wann und wo. Wir müssen bloß einfach jetzt, bis diese scheiß Streckensperrung vorbei ist zwischen Düsseldorf und Köln, weil das ist echt assi. Könnt ihr Aber. nicht über von Düsseldorf mit dem RB48 dann über Solingen? Ich habe keine Ahnung, Diggi. Das müsste eigentlich auch Aber gehen. die nächsten Wochenenden sind eh verplant. Also von daher, wenn dann erst im September irgendwann. Also Immerhin. nach dem 16. September im besten Fall, weil da bin ich fertig mit Tattoo. Kriegen wir alles hin. Ich meine, die beiden Dullis unten auf Route 18, da können wir dann den Counter holen. Ach, das finde ich gut. Weil ich weiß schon, dass Netta Sehnsucht hat. Ja. Ich denke schon, sie wollte extra die Nummer haben. Von Oder sie Marina. wollte, dass ich ihre Nummer Marina weitergebe, ja. Ja. Was, Timmy, was haben wir getan? Das wollte ich gerade auch fragen. Was haben wir Ah, getan? du weißt, dass uns das hart auf Das die Füße fallen wird kann, uns noch ne? einholen, ich sag's dir. Aber ja, lieber so als anders, ganz ehrlich.
Oh, ich kann meine Indigo-Stücke und sowas hier tauschen gegen Bären. Vielleicht ist was Gutes dabei. So, können die Bären was? Mordbeere. Ach, das nächste Mal muss Dave sowieso vorbeikommen. Also müssen irgendwie so ein gutes Datum für alle finden, weil Dave wollte auch vorbeikommen und saufen. Ja, aber Dave möchte kein Radler. Ja und? Digga, ich trinke normalerweise auch kein Bier. Also, wenn du mich betrunken machen willst, musst du das schon mit Cocktails machen. Oder mit harten Sachen, so Jägermeister und sowas. Jägermeister! Oh, Jägerfanta. Oh. Ja, dann hol doch Jägermeister und Fanta, Alter. Das ist mir doch egal, lass uns das trinken. Aber ich mag halt absolut. Also ich bin absolut nicht der Bierfan. Ich trinke Bier, ja. Wie so sieht's aus mit Route 18? Ja, lass mich schon einen Kampf machen, dann können wir Route 18 machen. Ich trink Bier, Astra und sowas trinke ich, ja, aber ich bin jetzt nicht der mega Biertrinker. Weil ich muss zu viel Bier trinken, um betrunken zu werden. Und irgendwann ist es dann zu viel. Oh, Digi. Oh, ich Idiot, Alter. Ich hätte mal in die Vorschau gucken müssen von Koda. Ich habe mit Stützstrukturen jetzt die Scheiße gedruckt. Ja, egal. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ja, ist halt nur ein bisschen dumm, aber ist halt dann so. Ist ja anscheinend nur an der Tür, weil... Ja, egal. Egal. Boah, ich muss dann gleich noch fucking mein Essen fertig machen für morgen. Boah, ich auch. Ich werde auch noch die Stunde, die der Drucker läuft, wach bleiben. Gleich. Ich muss noch duschen. In der Zeit werde ich mir, wo ich Pizza gemacht habe, ich mache ja die Pizzasoße selber, ne? Das ist einfach ein Thermomix-Rezept. Mit frischen Tomaten und alles, ne? Also wirklich richtig, also die ist richtig lecker. Und halt auch frisch und dementsprechend ja auch kein Zucker, also über, ne, weil in den so Pizzasohn, die hauen da ja Zucker und sonstiges rein, ne, als Zusatz. Und da habe ich dann direkt zwei Gläser von gemacht, weil die kannst du auch mal eben so richtig geil, die kannst du halt auch lagern, ne, im Schraubglas und im Kühlschrank und dann kannst du dir einfach mal ein paar Löffel da rausnehmen und unter Nudeln rühren und sowas, ne. Und da habe ich jetzt einfach, wir hatten noch hier von die Maultaschen, die mal im Kaufland im Angebot waren, habe ich jetzt einfach mir Maultaschen in eine kleine, hier in diese Ikea-Glasform getan, die du auch in den Backofen tun kannst. Ja. Die Soße drüber mit ein bisschen Käse, das schiebe ich mir gleich ins Backrohr, überback das, ne, und dann kommt hinter der Deckel drauf und dann nehme ich mir das morgen mit zur Arbeit. Ja, why not, ne? Also, ja. Ist doch schnell und gut. Schnell ist easy essen. Digga, Fullipo wollte mich gerade zweimal mit Abgangsbund mitnehmen. Ja. Kleiner Schlingel, ey. So, warte mal, wo haben wir denn den Spania City Encounter? In dem Haus, wo man dahinter den kleinen See hat. Da kann man angeln. Stimmt. Den holen wir uns dann gleich auch noch. Oder surfen. Ja, lass chillen, ne? Wir haben noch 5 Minuten. Also es wird wahrscheinlich bloß ein Encounter werden bei unserem Glück aktuell. Ach, warte, apropos, ich gehe noch Bälle kaufen. Glurak war normal Elektro. Kann ich drin bleiben? Bam. Jetzt ist was tot. Nö. Hammerarm Ambipom, Digga. Ich hab 116.000, Alter. 116.000. So, ich könnte rein. Warte, ich kauf gerade noch Bälle. So, Hyperbälle nehme ich so viel mit wie geht, ne? Do it. 96 Stück. Aber
Na, wobei wir kriegen wieder Kohle vor der nächsten Liga. Wegen TMs und sowas. Attacken-Movesets mache ich erst vor der Liga. Ja, komm, jetzt quatsch nicht. Ich bin drin. Ah, ich kann rerollen. Ich hab einen Sianna. Du hast ein was? Sianna. Ich hatte gerade einen Kanimani. Hallo, Andrew? Ja. Achso, hi. Gerade. Warte mal, mir ist die Musik abgekackt vom Emulator. Okay, ein Remo-Reit. Ja gut, kann ich fliehen, weil ich am Octillery. Warum ist denn jetzt die Musik hier abgekackt? Ist egal, ich bin einfach weiter. Ja, stört mich jetzt auch nicht. Boah, Remo, oh, dann kann ich... Ach nee, kann ich das Headset nicht abnehmen. Muss dich ja noch hören. Ein Knofenser. Hatte ich schon. Ah. Du hast doch keinen Knofenser. In Safari-Zone. Nein, Digga, du hast doch aber das nicht mitgenommen. Ja, stimmt. Ja, ich habe gerade aber auch erst drüber nachgedacht, dass es in der Safari-Zone war. Alles gut, Digi. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Tim. Ja. Denkst du, wir machen ein Revival von Quappo und Sarzenia? Oder... Nein. Aber vielleicht. da hast du aber deinen Willen, weil da ist Kamaup mit dabei und ich hab Sianna mit dabei. Stimmt, wir gucken hinter vor der Liga. Mit Typ Geist, Digga. Also das wäre natürlich war, episch hoch 10, Diggi. Ah, wie hieß mein, Lauchman, genau. Lauchman ist reborn. Lauchmann. Und diesmal ist es sogar männlich. Ah, jetzt habe ich verpeilt, welcher Typ es ist. Gehen wir dann direkt zum Angeln über? Ja, holen wir uns noch. Also willst du angeln? Da? Du kannst da richtig reinfahren, okay. Ja, ich gucke jetzt mal, welchen Typ Knofenser hat. Das war jetzt Route 18. Psyana schon? Route 18, ja. Psyana ist Typ Geist. Oh, Knofenser ist Typ Psycho. Finde ich gut. Von der Coverage halt her, ne? So, warte mal, umbenannt. Das war jetzt Route 8. Du hast schon eingegeben. Okay, ja. Gut. Cool. So, dann angeln wir mal, ne? Ja, super Angel. So. Nein, ein Gardevoir. Tja. Das ist schade. Hätte ich auch noch gern. Ich habe... ein Weberack. Okay. Das, nein. Das hätte ich zwar gerne wieder, aber nein. Aber es war Level 14. Nochmal ein Gardevoir. Noch ein Weberack. Wenn beim dritten nichts anderes kommt, dann surfe ich da rein. Ja, ich surfe jetzt auch rein, Digga. Ich gucke jetzt noch einmal mit der Superangel. Fluch gescheitert, na genau, Digga. Drachentanz. Gut. Oh, ein Igelava. Lass uns gehen, dann fahren. Mann, warum musstest du Tonopto sterben? Warum musstest du Tonopto fangen? Was ich jetzt du hast Tonopto sterben lassen, du Keck. Flucht gescheitert, ja moin. Warum scheitert die Flucht da? Du bist entkommen, so und ab. Surfen. Glidien. Mein Encounter ist ein Plieprin. Nein.
Ich weiß. Jetzt muss ich gleich die normale Angel reinhalten. Mein Encounter ist... Ich hätte einen Quapsel anzubieten. Ein Turbutz. Dann viel Spaß. Ja. Drachenputzen, Drachenturbutz. Ja, das muss nichts heißen, ne? Geh nicht aber davon aus, dass das ein Drachen-Pokémon ist, bloß weil das Drachen attacken kann. Warte mal, ich gehe in Vulnona, weil dem Vulnona habe ich Superzahn beigebracht. Geheimpower. Okay. Nee, Hyperzahn. Zerschneider habe ich beigebracht. Warte mal, wem habe ich denn Superzahn beigebracht? Ach, Hydro King. Ja. Tim, oh, es kann Drachentanz. Ich finde bloß Quapsels. Dann halt mal die normale Angel rein. Es ist ein Geistdrache. Der Superzahn hat nämlich keine Wirkung. Scheiße, Alter. Das wird freudig. Und ob ich mit den 100 Bällen auskomme? Ja, vorher wird sie sich wahrscheinlich am Verzweifler selber killen, Alter. Ah, und es boostet sich. Es boostet sich. Aber es hat, glaube ich, keine physische Attacke. Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich gut. Oh nein! Was denn? Ein Plussel! Hast du schon Plussel? Nee, ne? Nein. Aber das kann cool sein. So wie Turbos. Ah, warte erstmal noch. Okay, ich hab's gefangen. Ja, okay. Speed einfach hoch, Mann. Ja, ich bin doch am Speeden. Ach so. Eisgift. Ja, siehst du, ich sag ja. Ich muss hier raus. So, ich gehe jetzt ins Pokémon Center. Ach so. Oh, halt. Alter. Wie hoch und so willst du sein? Ja. Und jetzt muss ich hier definitiv raus. Was? Jetzt crittet das Dreck ziemlich auch noch. Mal Oktopus hier ist Stahl, Pflanze, das ist okay, damit kann ich leben. So, erstmal alles speichern wieder. File. Save state as. Oh, Digi, Alter, ich glaube, ich sehe mich gleich schon in der Verzweiflung, ne? Digga, du bist immer in der Verzweiflung. Ne, ich meine Turbos. Der wird schon über 30 Bälle geschmissen. So.
Alle schmeißen kann, noch fängt, ne? Alter. Drecksvieh. Ja, wenn ich jetzt wirklich über 100.000 Poké-Dollar für das fucking Tor, Alter, dann fliegt gleich noch der Controller. Ohne Scheiß. Na gut, ist eh hier nur der kabelgebundene Splatoon. Oh, da hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf. Weil das ist jetzt Splatoon 2 wird ja jetzt tot sein, weil ja Splatoon 3 kam. Splatoon 3 extra kaufen, glaube ich, kein Bock. Wobei, vielleicht gibt es das ja günstig. Splatoon wäre eigentlich auch richtig geil zu streamen. Splatoon? Nee, Digga. Boah, ich fand, Splatoon hat mir richtig Spaß gemacht. Dann, ja, dann spielst doch. Ja, die. Ich muss Prioritäten setzen. Ah ja, da sind wir beim Verzweifler. Okay, es sieht so aus, als. Noch einmal, sonst ist es tot. Ja, das. Ne, jetzt hat es noch ein KP, hat es noch. Also, das ist der letzte Ball, der fliegt. Und dann habe ich. Ganze 50 Bälle darauf gepölt. Ne, es ist raus. Verzweifler, zack, tot. Kein Encounter. Tschüss, Plüssel. Haust du rein. Achso, muss ja hier. Ah, muss ja hier umschalten. Ja. Ist halt. Ärgerlich, schade. Ich hätte gerne einen Torbus gehabt. Ja, aber was willst du machen? Das ist doch genauso gewesen wie mit den, Mit dem Solkun. Ja, Suicune oder mit dem Dingsbums, mit dem Memento Mori gerade. Ja, ja, ja. Oder mit dem. Gesundheit. Danke, mit dem Wirbelwind. Kannst du halt nichts machen. Wenn es halt passiert, passiert's, ne? Ja. So, aber was wir jetzt auf alle machen können, ist Schluss für heute. Das war's, die letzte Folge für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Scheiße, Montag. Ich hab vergessen, auf Record zu drücken. Nein, Spaß. Aber das Gesicht gucke ich mir gerne an, ey. Das Gesicht gucke ich mir gerne an. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder mit der Arena von Fuxana City. Und Jana, glaube ich. Ja, ich glaube. Und das war's für uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao.